So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Black Mirror. Ja, weiter geht's im Rätselspaß. Ich muss tatsächlich ein bisschen überlegen, aber der Hinweis, den wir auf der Buchseite hatten mit diesem Fenster, war tatsächlich auch die Lösung, wenn man ein bisschen länger drüber nachgedacht hat. Ich habe halt immer so ein bisschen überlegt, naja, eine Fensteröffnung, was könnte es denn sein? Aber was war in dem Fenster zu sehen? Ein Loch. Ne? Und wenn man dann weiter drüber nachdenkt, macht es dann auch Sinn. Ne? Je mehr man von etwas wegnimmt, desto größer wird es. Ne? Na klar. Ein Loch halt. So, dann stellen wir das Ganze hier nämlich mal ein. So, hier haben wir das L, hier haben wir das O. Hier haben wir das C. Hier kommt jetzt irgendwann noch das H. Und et voilà. Schon haben wir's. So. Und da haben wir das Grab freigelegt. Das Grab von Marcus Gordon persönlich. So. Einwandfrei. Ich würde sagen, gucken wir uns das Grab mal direkt an, ne? Mehr haben wir hier nämlich nicht. Hier hätten wir noch eine Fackel. Der Fackel werden wir jetzt machen können. Sie ist völlig verrottet. Nutzlos. Ah. Komischerweise scheint das der Stein weg zu sein, ne? Den wir reingesetzt haben, den Schlüsselstein. Dunkle Ecke. Mhm. Gucken wir uns erstmal nochmal ein bisschen um, weil hier kommt man schon mal rein. Ich bleibe vorläufig noch im Licht. Überall alles nochmal so ein bisschen ablaufen hier. Denn hier werden wir wahrscheinlich so schnell nicht nochmal reinkommen, ne? So, und dann gucken wir uns mal den Steinsarg an. So, mal gucken, ob eine Leiche drin liegt, ne? Marcus. Tatsache. Der erste Gordon. Und wir sehen das besagte Amulett, ne? Das muss der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb. Der erste von den fünf. Das Buch gucken wir uns natürlich auch nochmal an, ne? Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals zwischen den Welten, den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen, vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Kräften des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer, schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Marcus gebrochen, als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gewinnen. Für Marcus wurde die Zeit knapp. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Marcus, was er tun musste. Zornerfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten.
Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von 5 Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Dann fiel Mordred auf die Knie, und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern, und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Marcus übergab 4 Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den 5. Schlüssel behielt Marcus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden. So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidor Whale, in treuem Angedenken an Marcus Gordon, 1240 AD. Black Mirror. Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die 5 Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Interessante Geschichte allein schon mal, ne? Krasse Story. Gut, dann würde ich sagen, wir haben hier erstmal alles, ne? So, dann geht's jetzt natürlich nochmal darum, wie kommen wir hier wieder raus, ne? Das wäre jetzt erstmal die nächste Frage. Was ist jetzt die nächste große Frage? Ach, wir kommen anscheinend wieder hoch, ne? Der Schlüssel, den ich in Marcus' Grab gefunden habe. Das ist die Chronik, die wir gerade schon gelesen haben. Okay. Ich wundere es ein bisschen, dass wir immer noch an das Grab dran können hier. Ne? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ne? Der Weg ist blockiert. Da komme ich nicht mehr heraus. Ich will hoffen, dass es irgendwo noch einen Ausgang gibt. Tja, die Frage ist wo, ne? Ah, hier ist ein Kerzenhalter, mit dem wir jetzt interagieren können, okay? Ich sehe nichts von Interesse. Ich sehe nichts von Interesse. Ah. Na, wo läuft die Ratte hin? Ins Dunkel. Ah. Wo ist sie hin? Verdächtige Stelle. Guck mal. Oh oh. Hoffen wir nicht. Ah, okay. Tut mir der Arm weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Hätte jetzt so eingeblendet werden müssen. You died. So, dann gucken wir mal, wo wir hier gelandet sind. Hm? Sieht aus wie irgendein Bergwerk oder irgendwas. Ein Mechanismus mit 3 Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Es klemmt. Es bewegt sich kein Stück. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Das scheint mir nicht so gut zu sein. Hier ist irgendwas im Dunkeln? Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, hier im Dunkeln rumzurennen. Ein Zaun. Vielleicht eine Tür. Ich sehe nichts, aber der Zaun lässt sich bewegen. Der Zaun ist sehr stark. Hm. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Ja, das bedeutet, wir werden hier erstmal dicht machen müssen, ne?
Und dann gucken wir uns doch hier die Hebel nochmal an, den Mechanismus. Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Nichts. Die Hebel müssen falsch stehen. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Tja. Müssen wir einfach ausprobieren wahrscheinlich, ne? Ausgezeichnet. Mit Licht geht alles leichter. Trial and Error, ne? Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Die meisten sind noch heil. Die meisten? Das klingt doch nicht gut. Was ist denn kaputt gegangen? Sag mir nicht, die Kamera ist kaputt. Die Kamera ist kaputt. Das ist natürlich nicht so geil. Es klemmt. Tja, das Problem ist an dem Kabel, da müssen wir irgendwie vorbei, ne? Der wollte wahrscheinlich anfassen. Das war nicht so clever. Tja, die Frage ist, was machen wir jetzt hier, ne? Ein kräftiges Seil. Das müsste einiges an Gewicht aushalten. Das kann ich vielleicht mal gebrauchen. Können wir das vielleicht? Nee. Tja. Ich werde mal eins machen, ich werde an der Stelle hier mal kurz speichern. Wir werden irgendwas mit dem Kabel machen müssen, aber auf die Gefahr darauf hin, dass er so clever ist und das anfasst und einen Stromschlag kriegt. Und wir nachher wieder irgendwo landen, wo wir nicht unbedingt gerade hin wollten. Ah, hier ist noch was. Eine Metallkiste. Ein alter Drahtschneider. Könnte sich als nützlich erweisen. Weiter haben wir ja anscheinend nichts. Er ist verrostet, aber funktionsfähig. So, ich glaube, weiter haben wir hier erstmal nichts, ne? Problem ist, wir können das Ding auch nicht mehr aufmachen, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir sterben, wenn wir hier anfassen. Ja. Sehen wir die Sequenz wenigstens auch mal. Wir merken uns also, Strom ist nicht gesund. Ja. Und genau aus dem Grund habe ich das nämlich jetzt erstmal noch ausgelassen. Tja, die große Frage ist, was sollen wir jetzt hier groß machen? Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. So, den Drahtschneider haben wir damit schon mal erstmal wieder, ne? Aber ansonsten sehe ich jetzt hier nichts irgendwie, was wir jetzt hier noch einsammeln könnten. Es scheint sonst nichts zu sein, es muss das mit Tier noch. Können wir das Seil vielleicht irgendwie an dem Kabel befestigen, ohne dass damit was passiert?
Tja, das ist die große Frage. Hm? Ah. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, oder? Mit einer Drahtschere an einem elektrisch geladenen Seil rumzuschneiden? Ja. Das war auch nicht so clever. So, tja, müssen wir mal gucken. Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Eigentlich wäre es halt sinnvoll, wenn wir die das Licht nochmal ausmachen würden. Das wäre eigentlich nochmal so eine Überlegung. Ah, hier ist auch ein Knopf. Okay. Jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Lass mich kurz gucken. Schneideschere. So, jetzt können wir das Kabel in Ruhe wegschneiden. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Man sieht das Kabel aber auch absolut null in der Dunkelheit hier, ne? So, dann machen wir mal wieder an hier. Ja, gut. Ja, hier dürfen wir, denke ich, alles haben, ne? Es bewegt sich kein Stück. Wir haben aber auch leider, glaube ich, nichts, mit dem wir das irgendwie... Nee, ne? Ich glaube, wir haben nichts, mit dem wir das irgendwie... Nee. Wir müssen jetzt gucken, ob wir sonst noch irgendein anderes Item finden, mit dem wir das vielleicht nachher noch gedreht bekommen. Abgeschlossen. Das ist jetzt die große Frage, ne? Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Ah. So, dann wartet mal. Wir haben doch hier noch diese... Wir haben doch noch die Todesanzeige, ne? Tja. Irgendwie muss ich an den Schlüssel kommen. Aber wie? Das ist die Frage, ne? Können wir das vielleicht miteinander verbinden? Nee. Tja, das ist jetzt die große Frage, ne? Ah. Einfach das Gitter aufschneiden. Ich werde versuchen, mit der Hand durchzukommen und den Schlüssel zu nehmen. Ist erledigt. Sehr schön. Jetzt kann ich sie öffnen. Der Schlüssel ist in meiner Tasche. Gut, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Er passt ins Schloss der Drahttür. Ich kann sie öffnen und hinausgehen. Ja. Und auf dafür. Ja, mal gespannt, wo wir hier gelandet sind. Ein weiterer Schacht. Wie viele es davon hier wohl gibt? Vielleicht schaffe ich es nie wieder, an die Oberfläche zu gelangen. Das wäre natürlich tragisch, ne? Wahrscheinlich sind sie leer. Aber was auch immer der Inhalt sein mag, er ist bestimmt vom Wasser zerstört. Okay, hier haben wir eine Eisenstange. Die sieht schon mal hilfreich aus. Die sieht schon mal hilfreich aus. Kommen wir nur zum Lager. Hier liegt ein Toter. Ungesund. Wie er wohl gestorben ist. Oh. Haben wir ein paar Stofffetzen bekommen. Eine Eisenstange und ein paar Stofffetzen. Eine angespitzte Stahlstange. Der Stoff ist verrottet, aber noch immer fest. Könnte man eine Fackel beispielsweise draus bauen, ne? Dieser Gang ist unpassierbar. Naja, aber wir haben gerade gesehen, dass da Fledermäuse durchgeflogen sind, ne? Die Fässer hier enthalten wahrscheinlich Öl oder Diesel. Dieses ist leer.
So, Stromkasten. Die Tür ist abgeschlossen. Wollen wir die vielleicht aufbrechen? Nee. Schlüssel haben wir halt auch nicht mehr, ne? Ja. Die Tür ist abgeschlossen. Müssen wir auch erst gucken, wie wir da rankommen. Hier liegt auch noch ein Skelett rum, okay. Hier auch nochmal. Ein Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl ist meine einzige Chance, an die Oberfläche zu kommen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie in Betrieb nehmen. So, da müssen wir mal gucken. Hier haben wir auf jeden Fall eine Lore, ne? Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. So. Hier können wir doch bestimmt schon irgendwas mitmachen. Hier haben wir ein Fass. Ein großes Fass voller Öl. So, damit können wir auf jeden Fall schon mal was anstellen. Oder auch nicht. Okay. Ein großes Fass voller Öl. Ich hätte jetzt ein bisschen eigentlich gedacht, dass wir damit irgendwie schon was kombinieren können. Gucken, ob wir hier irgendwelche Items kombinieren können. Nee. Rostige Behälter. Na, gucken wir uns erstmal um. Ne? Ich hab da schon so eine. Nur Schlamm und etwas dreckiges Wasser. Ich hab da schon so ein bisschen eine Idee, aber. Da kaputt. Werden wir aller Höchstwahrscheinlichkeit erst noch was anderes mitmachen müssen. Ein großes Fass voller Öl. Das werden wir wahrscheinlich irgendwie umkippen müssen. Gucken wir uns erstmal ein bisschen weiter um. Fahrstuhlschacht, was haben wir denn da überhaupt gesehen? Ich kann nur einige Meter weit sehen. Vielleicht kann ich den Fahrstuhl benutzen, wenn er nicht auf dem Boden des Schachts zerschellt ist. Dieser Teil des Gangs wird durch hereingebrochene Erde blockiert. Da ist kein Vorwärtskommen möglich. Okay, dann haben wir hier hinten nochmal einen Gang, ne? Da können wir auch nochmal gucken. Maschinenraum. Gucken wir mal. Okay, es sind ganz schön viele bei draufgegangen, wie mir scheint. Ne? Hier liegen ja überall Tote. Ich könnte hinaufklettern, aber sie führt nirgendwo hin. Gucken wir uns hier alles mal ein bisschen genauer an. Riesiges Schwungrad. Das wird die Steuerung für den Aufzug sein, ne? Früher hat dieser riesige Mechanismus etwas Großes bewegt. Vielleicht hat er den Fahrstuhl bewegt. Dann haben wir hier einen Schaltpult. Kontrolltafel, gucken wir mal. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Haben wir vielleicht schon irgendwas, was wir hier machen können? Viele Sachen, die wir noch nicht machen können im Moment, ne? Da müssen wir mal zurückgucken. Oh, wartet mal. Da müssen wir noch mal kurz zurück. Pfütze habe ich gerade übersehen. Die scheint auch noch relevant zu sein. Wir müssen auf jeden Fall vom Anfang im Lagerraum dieses Ventilrad irgendwie noch. Dreckiges Wasser mit einem Ölfilm darauf. Könnte wichtig sein. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt ein bisschen vermutet, dass wir damit irgendwas machen können. Dreckiges Wasser mit einem Ölfilm darauf. Bisschen ärgerlich, dass wir damit noch gar nichts anderes stellen können, ne?
Gut, da müssen wir doch erstmal vorne gucken. Wie gesagt, wir werden erstmal mit dem Zahnrad wahrscheinlich irgendwie agieren müssen. Und wie gesagt, die Lore müssten wir wahrscheinlich irgendwie erstmal da in den Gang schieben. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Ein großes Fass voller Öl. Das habe ich eben noch nicht gesehen, ne? Klappe hier unten. Unter dieser Klappe könnte etwas sein. Unter dieser Klappe könnte etwas sein. Tja, aber das Fass ist im Weg, ne? Irgendwie muss ich das wegschieben, um an den Deckel zu kommen. Naja, das wird nicht klappen. Auf keinen Fall. Es ist zu schwer. Tja, können mal gucken, ob wir das Fass leer kriegen? Ah. Wenn kein Inhalt mehr drin ist, ist es leichter. Ich werde versuchen, mit der angespitzten Stange das Fass zu durchbohren. Das dauert eine Weile, ne? So müsste es klappen. Ja. So, und was haben wir in der Falltür? Die Klappe bewegt sich nicht. Da weiß ich schon eine Lösung für. Jetzt kommt das Seil zum Einsatz. Ich habe ein Ende des Seils an der Klappe festgebunden. Und das andere Ende machen wir an der Lore fest. Jetzt muss ich nur noch die Lore wegschieben. Na dann mach mal. Ich muss die Blockierung lösen. So, und auf dafür. Dann schieb mal. Geht doch. Ein bisschen clever ist, ne? So, dann gucken wir mal in die Falltür. So, okay. Hier ist es relativ dunkel, ne? Da drüben ist es zu dunkel. Ich bleibe in der Nähe des Lichts, das von oben kommt. Okay, hier können wir also nichts machen. Hier ist nochmal ein Fass. Je mehr Fässer... Es ist voller Öl, wie die Fässer oben. Ich brauche jetzt kein Öl. Mhm. Irgendwann haben wir Angst vor Fässern, ne? Dann haben wir eine Phasmophobia. Oder Phasmophobie, ne? Hier geht es nicht weiter. Okay, Aufzugsteuerung, okay. Ich glaube, das könnte funktionieren. Nichts. Ich glaube, das könnte funktionieren. Nichts. Wie war das mit Wahnsinn, wenn man es immer wieder versucht und andere Resultate erwartet? Ja, ich meine, gut, wir haben noch keinen Strom, ne? Wir haben aktuell leider noch keinen Strom. Muss man, glaube ich, erstmal wieder nach oben klettern, ne? Wir brauchen hier unten erstmal Strom. So, und dazu braucht man natürlich auch erstmal den Stromkasten, glaube ich. Mal gucken. Müssen halt den Stromkasten halt irgendwie erst wieder aktivieren. Die Tür ist abgeschlossen. Da fehlt uns ein Schlüssel anscheinend, ne? Natürlich dann auch wieder die Frage, wo kriegen wir den Schlüssel her? Gehen wir erstmal hier wieder rum. Stromkasten. Tja, hier werden wir nicht mehr allzu viel finden.
Nee, hier ist auch nicht weiter. Gehen wir erstmal wieder ins Lager rein, ne? So, meine Freunde, ich würde auch mal sagen, die Auflösung des Rätsels und Opfers wieder an die Oberfläche schaffen, ans Tageslicht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Wie die Folge gerne wieder Däumchen da lassen. Gerne auch eure Meinung zu dieser Folge wieder gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei Black Mirror. Bis dahin, bleibt schön gesund und ciao, ciao.